Gerald Molitor aus Mainz ist Entrümpler. Und das mit Herz und Seele. Gemeinsam mit seinen drei Töchtern hat er den Familienbetrieb aufgebaut. Am liebsten würde ich an alle Kisten reingucken. Ist so ein bisschen Schatzsucherei, obwohl da kein Schatz mehr drin ist. Aber die Zeit, die drängt, ja. Zeit hat Gerald kaum, seitdem er die Pflege seiner 98 Jahre alten Mutter übernommen hat. Erika Molitor ist schwer an Demenz erkrankt. Seit 6 Monaten lebt sie nun in seiner Wohnung. War ich das gut, Mutti? Ja. Bist ja auch lieb. Naja, du bist ja auch. Hab dich auch lieb, ganz viel lieb. Wir haben uns beide lieb. Mein ganzes Leben eigentlich zur Zeit ist von meiner Mutter abhängig. Das ist das für mich das Schwere. Ja, dass meine Mutter eigentlich mein Leben bestimmt, aber ich wollte es ja so, gell? Und jetzt fällt auch noch Tochter Amelie aus. Sie hatte bei den Entrümpelungen das Kommando übernommen, macht nun aber eine Ausbildung zur Dekorateurin. Gerald muss improvisieren. Viele sagen, ja, ich falle irgendwann mal um am Herzinfarkt. Ich glaube nicht. Ich brauche einfach die Power. Aber reicht die Power für die immer intensivere Betreuung seiner dementen Mutter? Kein leichter Weg für den Entrümpler mit Herz. Geralds Spagat zwischen Job und Pflege. Eins, zwei, drei. Okay. Oh. Ja, keine Sorge, ich bin da, Mutti. Morgens in der Wohngemeinschaft von Mutter und Sohn. Gerald macht Bewegungsübungen mit Erika und beantwortet Fragen. Auch wenn es häufig immer die gleichen sind. Kann ich denn die Kammer nicht mehr selber machen? Nein, du kannst nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr laufen? Hm? Warum nicht? Du hast eine Hüft-OP. Nur du vergisst es leider immer. Ich vergesse furchtbar viel. Ja. Mit mir ist nicht mehr viel los. Du warst ein Leben lang für mich da, gell? Und jetzt bin ich für dich da, ja? Gerald muss zu einer Entrümpelung. Viel länger als 1 Stunde kann er seine Mutter aber nicht alleine lassen. Ein ewiger Spagat. Ich muss mich konzentrieren auf die Entrümpelung. Weil das muss alles schnell gehen. Ja, eigentlich, weil die Gedanken bei der Mutter sind. Immer der Gedanke, wieder zu Hause zu sein. Weil sie ja nichts selbstständig kann, ja. Seine Mitarbeiter sind schon vor Ort. Ein Todesfall. Die 3-Zimmer-Wohnung des Verstorbenen muss geräumt werden. Hi, Dennis. Wie geht's? Oh je, habt ihr schon angefangen, ja? Ja, ja. Ich konnte nicht früher wegen meiner Mutter. Alles gut. Ja, ja. Die Kollegen kennen die Situation. Gerald hat sich nach der Scheidung von seiner Frau um die 3 Töchter gekümmert. Und nun um seine Mutter. Im Treppenhaus wartet bereits Lara. Sie hat vor kurzem mit ihrem Mann den Entrümpelungsbetrieb ihres Vaters übernommen. Papas Hilfe ist aber immer noch gefragt. Gerade in Wohnungen wie dieser. Wow. Schlafzimmer. Der läuft noch. Der ist am besten zu. Der läuft noch. Der läuft noch. Also im Schlafzimmer. Also. Wobei, nee, der müsste nicht mehr auf Sprungs aus. Mach mal lieber zu. Mach mal lieber zu. Mach lieber zu. Na, das schon. Am Anfang war es schwierig, da reinzukommen. Also, weil. Die Mitarbeiter, dann die Fahrzeuge, wir haben ja alles übernommen, die komplette Firma. Und, bis man da erstmal einen Durchblick hat, wie alles funktioniert, war sehr anstrengend. Ja, und mir hat halt leid getan, dass sie so ins kalte Wasser geschmissen wurde, weil mit der Oma hatte man entlang Entscheidungsfreiheit. Die war im Krankenhaus und da hieß es, was machen, heim oder nach Hause. Und dann mussten wir in einer, ja, sagen wir mal, Krisensitzung ganz schnell entscheiden. Ich finde es gut, dass der Papa für die Oma da ist, weil die Oma dann einfach weggeben und in ein Heim oder so, das hätte sie nicht lange durchgehalten. Weil ich weiß ja, wie die Oma am Papa hängt, wie die Oma an uns hängt. Meine Mutter hat auch gemerkt, gern gegeben und so bin ich. Und ja, gell? So ist es, Lara. Gell? Darum verstehen wir uns so gut. Ja, ja, immer. 4 Tonnen Möbel und Unrat muss Lara hier mit ihrem 3-Mann-Team räumen. Gerald sucht nach Wiederverwertbarem. Alles, was er mitnimmt, kann er später zu Geld machen.
Welche Kleider nimmst du denn mit? Du, die sehen eigentlich alle sehr gut aus. Also die, ja, die Wohnung sieht zwar nicht so toll aus, aber die Kleider sehen gut aus. Ohne Bügel alles? Ohne Bügel, sonst ohne können sich die Leute verletzen, wenn die dann bügeln. Seitdem Gerald seine Mutter pflegt und nur noch kurz bei den Einsätzen dabei ist, gehen die Einnahmen vor allem an Tochter Lara. Sie mache auch die meiste Arbeit, sagt Gerald. Seinen Verdienstausfall von rund 70% versucht er, mit dem Verkauf einiger Teile über das Internet oder auf Flohmärkten abzumildern. Ja, ich fürs Rein, da kann man das einklemmen. Genau. Geht alles über den Preis. Und ich habe hier die Zeit. Ich hocke zu Hause wegen meiner Mutter. Ich tue dann über das Laptop die Artikel einstellen, fotografieren. Das geht ja alles mit meiner Mutter praktisch zusammen, wo die da hockt, nicht auf sie aufpasst. Ganz ohne ihn geht es nicht. Ganz ohne will er auch nicht. Beim Entrümpeln im Familienbetrieb ist er in seinem Element. Komm, wir machen noch ein Instagram-Foto. Oh, Papa. Oh, Lara, wir leben doch. Meine Tochter und ich, guck mal. Meine Tochter und ich beim Arbeiten. Danke. Gerald weiß momentan nie, was ihn zu Hause erwartet. Weil es doch länger gedauert hat als geplant, hat er Nachbarin Ellie angerufen und sie gebeten, nach seiner Mutter zu sehen. Was ist los, Mutti? Ist doch so warm. Warum frierst du? Ich hab gefroren. Ja? Und wenn man friert, zieht man sich was an, ne? Ja, ja, eigentlich ja, Mutti. Ja. Ellie ist eine Freundin der Familie. Sie weiß, dass Geralds Mutter vor allem in ihren Jugenderinnerungen lebt. Ja, soll ich die alle kennen? Ein paar davon, die kenne ich da. Die Henschgelese und der Herbert und die Elli, die Hilde und die Christa. Die wird im Februar 100, die Hilde. Die wird schon 100. Ja, die wird 100. Willst du das auch erreichen, ja? Och, wenn man gesund bleibt, dann macht man das schon, ja. Dann hole ich ein Blasorchester, gell, Mutti? Kannst du machen, da singe ich mit. Das ist tschüss. Meistens ist Gerald allein mit seiner Mutter. Untätig herumsitzen ist aber nicht sein Ding. Daher nutzt der Entrümpler jede Minute, in der er von zu Hause aus Geld verdienen kann. Zwei Salonstühle müssen für den Verkauf fotografiert und ins Internet gestellt werden. 10 Euro, also vielleicht auch mehr, aber wir haben ja jede Woche eine Entrümpelung. Und die neuen kommen ja auch schon wieder, die neue Sache. Und ja, wird alles sonst weggeworfen und es tut mir im Herzen weh. Und damit kann ich den Shop betreiben, ja. Es ist Mittag. Besuch von Enkelin Leandra. Da Gerald jetzt meist zu Hause ist, kommt sie regelmäßig nach der Schule vorbei. Hallo. Hi, Leandra. Hallo. Bist ja schon da. Ja. Bin noch nicht ganz fertig. Jetzt musst du Oma noch die Windeln anziehen, ja? Okay. Wie war's in der Schule? Komm mal her. Gut. Ja? Ja. Was gibt's Neues? Vier Generationen unter einem Dach. Und jeder tut, was er kann. So, Achtung, Mutti. Ja. Du, ich hab dir heute von der Entrümpelung ein Buch mitgebracht. Ein Buch? Aber ich weiß nicht, ob du es lesen kannst und ob dich das interessiert. Bleib so bei der Oma, Leandra, ja? Kannst du dir auch ein anderes Buch zeigen oder was? Was soll ich lesen? Was soll ich lesen? Das hier. Das hier. Wie die Ritter die Äpfel sah, erstaunte er und fragte, wo sie herkämen. Der wunderbare bleibt uns doch Sachbrüchte davon abbrechen. Das ist das Wichtigste. Ihr so vermitteln, du wirst gebraucht, Oma oder Uroma. Und dann wird ein Mensch auch wieder anerkannt. Dabei die alltäglichen Sachen, die bleiben. Da muss ich mich mit abfinden. Das absolute Vergessen innerhalb einer Minute. Aber sowas macht mich auch froh. Hallo. Leandra, passt auf die Oma acht, ja? Sie waren aber schon mal bei mir gewesen, ich war gell? Schon mal da, ja. Ja? Doch, sagt, ich habe ihn angedroht, ich komme jetzt öfter. Oh je, das. Gucken Sie mal. Wir haben einmal die Kundin interessiert sich für einen Servierwagen, den Gerald gestern ins Netz gestellt hat. Was Ihnen am besten liegt. Ehrlich? Der hat mir persönlich, aber den können Sie noch mal verbreitern. Ich will eigentlich nur Blumen draufstellen. Ja, dann ist der natürlich mit Fliesen besser, wenn Sie da Wasser vergießen. Weil wenn sie mal direkt nach einer Entrümpelung... Ich glaube, die kriegen nicht ins Auto. Ja? Zwei Servierwagen für 10 Euro.
Die Ware muss raus. Gerald braucht den Platz für die nächsten Möbel. Dankeschön nochmal, gell? Alles Gute. Für Gerald ist heute ein besonderer Tag. Sein Sohn Benjamin hat sich angekündigt. 3 Jahre lang hatten Vater und Sohn keinen Kontakt. Ein Streit, weil Benjamin damals für die Konkurrenz gearbeitet hatte. Die Sorge um Oma Erika und Benjamins Nachwuchs ließen sie wieder zusammenrücken. Hi, Benjamin. Schön, dass du vorbeikommst. Freue mich, du. Wie geht's dir? Was hast du gemacht heute? Baby abgeholt. Baby abgeholt, ja. Vom Kindergarten. Ja, hallo, Leonardo. Dann gehen wir mal rein zu Oma. Liegt die noch im Bett eben? Ja. Helfen wir dem Opa gleich, die Oma rausholen. Dann könnt ihr uns eine Geschichte vorlesen. Gerald weiß, dass seine Mutter auflebt, wenn Kinder im Haus sind. Seit Tagen erzählt er ihr, dass Urenkel Leonardo zu Besuch kommt. Hallo. Hallo. Bist du der Leonardo? Ja. Ja, der geht schon in den Kindergarten. In den Kindergarten gehst du? Donnerlitzchen nochmal. Vorlesen hat Tradition bei den Molitors. Es sind dieselben Geschichten, die Uroma Erika erst Gerald und später Benjamin vorgelesen hat. Jetzt ist ihr Urenkel an der Reihe. Der Strobelpeter, kennst du den? Na klar. Nein, hat er nicht gehört. Der Friedrich, das war ein arger Wüterich. Endlich wieder im Schoß der Familie. Benjamin hat sich das sehr gewünscht, auch für seinen Sohn Leonardo. Die Oma kann Geschichten vorlesen. Das ist super, dass das Kind einen Opa hat, dass das Kind eine Uroma auch mal hat. Eigentlich das erste Bild, was ich gemacht habe, war mit der Uroma auf dem Schoß, wo ich auch behalten wollte. Das ist mir noch ziemlich in Erinnerung, dass ich unbedingt zur Uroma wollte, ja, von ihm. Und dass mein Vater das macht, ist super, das machen wenige. Dass einfach jemand in der Nähe ist, der da ist für sie. Ja. So, Leonardo, geht's nach Hause jetzt? Ja. Ja? Kommst du mich wieder besuchen? Ja. Ja? Ich suche ihn, Opa, die sieht nochmal. Hier. Och, da freue ich mich aber, du, ja? So. Tschüss. Tschüss. Vater, Sohn und Enkel wieder vereint. Benjamin will zukünftig regelmäßig vorbeikommen. Mich hat's gefreut. Und besonders wie der Kleine, wieder, wenn er mich Opa nennt. Das ist ein ganz schönes Gefühl, ja. Ich habe ja den auch im ersten Jahr gar nicht gesehen, im ersten Geburtsjahr. Eigentlich erst ab dem zweiten, gell. Und ja, die Familie ist eigentlich wieder zusammen. Eigentlich das, was ich wollte. Ich bin halt ein Familienmensch, ja. Eine Woche später. Gerald hat Familie und Nachbarn zusammengetrommelt. Seine Mutter soll endlich mal wieder raus an die frische Luft. Seit ihrer Hüftoperation vor einem halben Jahr hat sie das Haus nicht mehr verlassen. Benni, probieren wir mit mir gerade. Vorne, hier unten, das Weiße. Kannst du mich aber übersetzen? Hi. Na dann los. Doch, das geht schon. Meinst du, das geht? Ja. Habt ihr immer noch zwei? Ja, warum wollt ihr mich denn da runterhalten? Wir gehen spazieren. Spazieren, wohin? Wir gehen zum Bäcker. Bäcker gehe ich immer gerne. Ja, Mutti. Okay. Hier runter. Ja, nein, nein, das kannst du nicht laufen. Na, laufen kann ich nicht. So, Elli. Am besten du mit Benjamin da vorne und ich hinter. Ich hab die locker hinter. Ja, guck warum mal. Och, locker. Mit mir? Na, Sie wollen doch mal raus, oder? Eine Runde spazieren. Können sich mit Ihren Nachbarn mal unterhalten. Wenn ja, wir jemanden treffen. Immer ja, wenn wir jemanden treffen. Hast du es gefunden? Na ja, ich mache hier alles mit, Geld. Ein Familienausflug mit der Uroma. Erika hat Pflegegrad 5. Gerald traut sich nicht zu, allein mit ihr rauszugehen, seit die Demenz so weit fortgeschritten ist. So, Mutti, warte mal, wir stellen uns hin. 1, 2, 3. Ach. So. Guck mal, jetzt gehst du hier rein. Warum denn so ein Aufwand mit mir? Ja, wir wollen mal probieren, wie das funktioniert, wenn du zum Bäcker gehst. Wenn das nämlich klappt,
Dann können wir uns einen Treppenlift holen und dann kannst du immer mit mir raus. Das hört sich gut an. Gell, Mutti? Ja. Kann ich mich setzen? Ja, setz dich. Und wenn wir rauskommen, da bin ich auch nicht mehr so eingesperrt. Geralds Angst, dass Uroma Erika mit dem Ausflug überfordert sein könnte, ist schnell verflogen. Ja, ich kenne die Oma auch anders, also wenn sie ihre Angstzustände hat und so. Und die ist total wie ausgewechselt und freut sich, dass sie raus kann und was anderes mal sieht. Und schön. Guck mal, der Benjamin. Ja. Das ist ja doch was, hä? Das ist was. Da gehen wir nach Hause und ja, essen das. Ja. Okay. Ja. Geralds Mutter driftet immer häufiger in ihre eigene Welt ab. Umso mehr freut er sich über Momente wie diese. So, Mutti. Guck mal, das erste Stück Kuchen, wo du mit warst, holen. Hä? Probier mal, ob du den mit deinen Zähnen klein bekommst. Hier ist Kaffee, da kannst du nachtrinken. Mhm. Dankeschön nochmal, gell? Meinst du, die würden wir auch so zweit packen, die Oma? Ich und du schon, ja. Da könnten wir wenigstens so lange, bis eine Genehmigung durch ist, ab und zu mit der Oma rausgehen vormittags. Ja, klar. Da wird die sich freuen. Der Entrümpler will einen Treppenlift anschaffen. Wenn er mit seiner Mutter auch ohne Hilfe das Haus verlassen kann, ist er unabhängiger. Manchmal fällt ihm einfach die Decke auf den Kopf. Vor allem an den Abenden. Okay. Vorsicht, Mund auf, ja. Ich muss hier oben putzen. Hier. Ja. Genug. So, jetzt nochmal. Gerald, bist du nicht da? Mutti, ich muss ja noch ein bisschen schlafen. Immer häufiger sind es die Nächte, in denen die Vergesslichkeit von Erika beide an ihre Grenzen bringt. Ja, ich hab dir doch gesagt, ich muss auch schlafen. Ja? Ja? Und was mache ich? Ist halt das Alter, Mutti, gell? Wie alt bin ich denn? 98 bist du. Und kann ich noch ein bisschen denken oder kann ich das auch nicht mehr? Manchmal kannst du denken. Guck, so viel läuft dein Kopf. So, und manchmal bist du so mit dem Denken, in der Welle oben, jetzt bist du unten. Und manchmal bist du oben in der Welle. Aber ich helfe dir, ja, Mutti? Ja, wenn du da bist, da ist alles bei mir in Ordnung. Ich bleibe auch da, ja, bei dir. Wo sind wir denn hier? Das ist eine riesengroße Herausforderung. Ich habe damals gesagt, wenn meine Mama mich nicht erkennt, dann würde ich sie in ein Heim tun, das wäre die Grenze. Aber sie hat ja schon oft das und das ist eigentlich für mich gar nicht so schwer gewesen, als sie zum ersten Mal gefragt hat, wer bist du denn? Ich habe sie dann erklärt. Und dann ist sie wieder angesprungen. Und die Grenze, es gibt eigentlich keine Grenzen. Sie weiß als weniger, sie kann als weniger. Aber durch das ich das weiß, denke ich, halte ich das auch bis zum Schluss durch. Ich bin nicht unvorbereitet. Mutti? Ja? So, ich habe mich gerade umgezogen. Wie? Ich habe mich gerade umgezogen. Ja? Ich gehe jetzt laufen. Na, dann lauf mal. Ich gehe joggen und du bleibst hier. Na, allemal. Gell, das ist aber schön, ja? Ja. Und wenn ich komme, frühstücken wir, okay? Bis dann. Jeden Morgen gönnt sich Gerald 20 Minuten Fitnessprogramm am Rheinufer. Das ist eine Zeit für mich, die habe ich ganz alleine für mich. Ich höre da meine Musik und das gibt mir Kraft für den ganzen Tag. Es war blöd, weil viele sagen, ja, du bist hier schon morgens ausgepowert mit dem Rennen. Nein, da bin ich erst richtig wach. Wenn ich die Musik gehört habe, das ist nur Zeit für mich, da ist niemand dabei. Ich bin dann verträumt in die Musik, lauf, sehe die Natur und ja, es gibt mir die Kraft für den ganzen Tag eigentlich. Er hat gelernt, mit Erikas Krankheit umzugehen. Auch damit, dass sie am Morgen nicht mehr weiß, was in der Nacht war. Ich bin gar nicht so durstig. Du bist gar nicht so durstig. Ah, ich weiß, das ist das Schlimmste, du musst viel trinken.
Oh, guck mal, die Lara. Hallo, Oma. Lara? Hallo. Wie? Gut? Ja. Alles gut? Gut, alles gut. Ja. Hast du was gegessen? Ja, die Oma ist heute super drauf, du. Super. Was? Du bist heute super gut drauf. Gut, bin ich nie gut drauf? Manchmal nicht, du. Da ist das schwierig. Ja, wenn du mich reizt, dann komm ich auch ein bisschen weg. Ich reiz dich doch nicht. Komm, Lara, tausche weg gerade. Da gehe ich raus. Dass mich nicht sieht. Gerald hat seine Tochter gebeten, sich kurz von den Entrümpelungen loszueisen und sich um Erika zu kümmern. Er sucht Unterstützung bei der Demenzberatung. Der Papa, der kann das ganz gut. Obwohl ich manchmal denke, er stößt ganz schön hoch an die Grenze. Und ich sehe es auch oft und kann es dann auch verstehen. Und er ist froh, wenn er dann mal eine Stunde raus kann oder so. Dann freut er sich natürlich, wenn jemand für die Oma kurz mal da sein kann, damit er auch mal für sich raus kann. In den letzten Monaten hat er zwar viel über die Krankheit gelernt, trotzdem fühlt er sich immer mehr belastet. Ganz schwierig. Die Tiefpunkte, ja, die können schon runterziehen. Da können wir noch so bärenstark sein und Charakter haben, weil dann ist schon wirklich gefragt, die absolute Nervenstärke. Durch ständige Schreien. Heute Nacht hat sie so einen kleinen Anfall gehabt. Ich habe sie dann rausgeholt und auf die Toilette gesetzt. Und sie hat mich so nicht immer erkannt. Und habe sie dann wieder ins Bett gebracht. Zum Glück ist sie wieder eingeschlafen. Da hatte ich noch Zeit gehabt, eine Stunde zu schlafen. Bis anderthalb. Und muss dann auch aufstehen. Die Mainzer Beratungsstelle für Angehörige von Demenzerkrankten. Ja. Hallo. Hallo, Molita. Schön, dass wir uns kennenlernen. Also, mein Name ist Silke Meder von der DG Demenz hier in Mainz. Ja. Und Sie haben noch ein paar Fragen. Ja? Ich habe ein paar Fragen wegen meiner Mutter. Ja, ja. Ja, darf ich rein. Lange hat Gerald sich schwer getan, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich schaue, dass wir da nochmal mit den Medikamenten ein bisschen hingucken. Sie kommt dann in einen Zustand, wo sie Hilfe ruft, Hilfe, Hilfe. Mhm. Sie kann sich nicht ausdrücken vorher, sie merkt es nicht mehr. Und dann tut sie total, ja, sagen wir mal auf menserisch abhacken. Also sie wird dann total hysterisch. Die Beraterin empfiehlt, auch Erikas Medikamente zu überprüfen. Wichtig ist ihrer Meinung nach aber etwas ganz anderes. Also das ist das Wichtige, dass sie gucken, sie haushalten sie gut mit ihren Kräften, ja, und gucken sie trotzdem drauf, dass es ihrer Mutter gut geht. Aber es muss ein Gleichgewicht da sein. Mehr Nutzen tut es ihnen, wenn sie gut dabei bleiben und nicht irgendwann selbst vor die Hunde gehen, ne, und selbst, ja, wirklich, ja, dann zusammenbrechen. Ja. Da ist keinem mit gedient. Ne? Das ist wirklich das Wichtige. Es gibt eine Verhinderungspflege, das ist, ja, dass sie dann die Zeit auch mal für sich nutzen. Dass ich mal eine Stunde selbst wohin kann. Ja, ja, und auch mal Tage und auch mal zwei Wochen. Ja? Ja. Gerald soll Pausen einlegen, sich von Profis vertreten lassen. Seine Mutter vielleicht auch mal wochenweise in einer Pflegeeinrichtung unterbringen. Aber kann er das? Das Verhältnis zu seiner Mutter war schon immer sehr eng. Das ist meine Mama, das bin ich und das ist der Onkel Paul, hat sie mir erzählt. Wir sind jedes Jahr, wir hatten ja nicht viel Geld, mit dem Köln-Düsseldorfer. Das war ein Highlight immer gewesen. In Urlaub, also Urlaub nicht, sondern um Rhein gefahren, von Mainz ins Rheintal. Das war für mich eine Erinnerung wie andere heute, wenn sie nach Thailand fliegen. Ich erinnere mich, dass meine Mama immer für mich da war. Und es ist heute keine Selbstverständlichkeit, habe ich mir gemerkt, dass es heute so ist. Ich habe ihr das Versprechen damals gegeben, dass ich immer für sie da sein würde. Und das halte ich auch einfach. Ja, Mutti, jetzt ziehe ich dich an. Ja? Was soll ich denn jetzt? Erstmal raus hier aus dem Bett. Wir ziehen uns jetzt an, ja? Ui, 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 ui. Was ist denn? Hm? Na, das geht nicht so schnell. Ist der schwindlig, ja? Wir ziehen uns richtig an jetzt. Das Gespräch mit der Demenzberaterin hat Spuren hinterlassen. Zum ersten Mal zweifelt er, ob er der Aufgabe auf Dauer gewachsen ist. Stars werden immer gefilmt. Hm. Ja, ne? Zwei Wochen später.
Gerald ist auf dem Weg zu einer Entrümpelung. Hi, Lukas. Guten Morgen. Wie geht's dir? Alles klar? Ja, anstrengend, ja? Aber... Ja. Ah ja, wie immer, Geld anstrengend. Lukas hat lange in seinem Betrieb gearbeitet. Inzwischen hat er seine eigene Firma. Jetzt spielen sich beide die Bälle zu. Gerald pickt sich ein paar Rosinen raus, die er von zu Hause aus zu Geld machen will. Lukas muss dafür weniger entsorgen. Ja, das probieren wir. Alles in Säcke rein. Hast du Säcke da? Ja, ich habe alles da. Lukas weiß, dass für Gerald wegen seiner Mutter Entrümpelungen nur noch im Schnelldurchlauf gehen. Die drei, die sind ganz nett, die drei Sachen. Die passen auch zusammen, gell? Das war, außer das hier, das war so extra, aber das gehört so eine Einheit, gell? Ja, von den Henkeln, die alle drei zusammengehörig. Okay. Ich gesagt, super. Also müsste schon 50 Euro Stück oder 40 so. Ja. Zu meiner Einschätzung. Okay, dann was an, ja? Fange ich mal an, ja. Die Möbel will er über das Internet verkaufen. Kleidung auf dem Flohmarkt. Mehr als die Arbeit beschäftigt Gerald jetzt aber etwas anderes. Die Familie kommt nachher zusammen. Ich war ja in der Demenzberatung und habe einiges mit auf den Weg bekommen, ob ich noch mehr Entlastung brauche. Weil die Oma wird ja als anstrengender. Mit zunehmender Demenz wird es als schwieriger. Und ja, ich werde mal meine Kinder fragen, wie die darüber denken, dass ich mal andere Meinungen höre. Gerald überlegt, Nachbarin Elli zu fragen, ob sie ihn künftig gegen Bezahlung bei der Pflege unterstützen würde. Sie ist nicht fremd, kennt und mag seine Mutter. Aber noch weiß Gerald nicht, wie seine Kinder darüber denken. Auch Tochter Amelie ist gekommen, um zu beraten, wie es weitergehen soll. Kraft habe ich genug, aber so ganz wohl fühle ich mich nicht, weil die Oma braucht mich ja bald 24 Stunden. Und bin da am Überlegen, ob ich die Elli nicht vielleicht einstellen soll. Weil bei dir geht's ja gar nicht durch deine Arbeit. Die Lara hat ja auch ihre Arbeit und der Benjamin hat ja auch Freiraum. Und ja, wie denkt ihr drüber? Ja, wenn jemand länger für die Oma Zeit hast, dann hast du ja dadurch auch wieder mehr Freizeit. Also dadurch hättest du ja immer wieder ein bisschen Zeit, was zu machen oder einkaufen zu gehen oder so. Bei der Demenzberatung. Ich wollte mich auch überreden, wenn ich nicht mehr kann, dass ich da die Oma in so eine Art Urlaubsvertretung stecke. Oder bin ich böse am Zweifeln? Also ich finde es nicht gut, wenn die Oma wegkäme, also für eine längere Zeit, also für ein, zwei Wochen oder so, weil die vermisst ja am Papa schon nach mal einer Stunde oder wenn er nur kurz draußen ist, irgendwas machen. Und ich denke, das würde nicht gut sein. Alle sind sich einig. Uroma Erika bleibt. Aber Entlastung für Gerald muss her. Und sein Plan geht auf. Elli, die Freundin der Familie, sagt zu. Sie soll künftig als 450-Euro-Kraft regelmäßig kommen. Ach, die Elli. Hallo, wie geht's Ihnen? Frau Molitor, der Gerald will ein bisschen mit den Kindern rausgehen. Ich bleib bei Ihnen, ist das okay? Kann ich mal Fahrt fahren? Die Elli ist da, ja? Wir machen uns einen schönen Tag. Ja, okay. Gerald und seine Mutter müssen jetzt lernen, auch mal loszulassen. Einfach mal wieder raus, ohne auf die Uhr zu schauen. Gerald versucht es bei einer Radtour mit den Enkeln und ist mit sich im Reinen. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass ich Hilfe brauche, aber ich brauche eben Hilfe. Trotzdem will ich meine Mutter bei mir lassen, solange sie lebt. Das habe ich ihr geschworen, das möchte ich auch durchhalten.